herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe ein neues Projekt, beziehungsweise bin ein neues Projekt am Plan. Es nennt sich das 48-Stunden-Horror-Projekt. Und ja, da möchten wir praktisch auf zwei Lost Places übernachten. Und machen auch an beiden Orten jeweils eine PU. Und die Orte kennt ihr auch. Das ist einmal das alte Schwesternwohnheim und einmal der verlassene Friedhof. Ja, was wir doch damals erlebt haben, blende ich euch gleich nochmal ein. Aber vorher klären wir die anderen Themen, die noch anstehen. Also, es gibt eine Wildcard zu gewinnen für einen Zuschauer. Ja, Mindestalter sind 18 Jahre. Ja, was ihr dafür tun müsst, um diese Wildcard zu bekommen, ihr müsst ein Bewerbungsvideo machen, das bei YouTube hochladen und mich darunter verlinken. Das Video sollte nicht länger als 10 Minuten gehen. Einfach mal kurz euch vorstellen, mal sagen, warum ihr meint, dass ihr dabei sein müsstet. Und der Einsendeschluss ist der 1.10. Danach werden die Videos ausgewählt. Es wird auch auf jedes Video eine Reaktion folgen. Und das eigentliche Projekt startet am 3.11. bis 5.11. Dort werden wir in diesen Orten übernachten und, wie gesagt, diese PU starten. Mal schauen, was diesmal für kranke Sachen da passieren. Aber jetzt blende ich euch erstmal die Videos ein vom Friedhof und vom Schwesternwohnheim. Ihr kennt die guten alten Horrorhäuser. In diesem waren wir in einem drin, beziehungsweise in einem Horror-Schwesternwohnheim. 1920 wurde das Schwesternwohnheim zuerst als Besatzungskaserne genutzt, als dann 1931 es umfunktioniert wurde zu einem Schwesternwohnheim. Ja, dort wurden halt Soldaten gepflegt, die an Typhus, Ruhr und Tuberkulose erkrankten. 1934 bot der Ort den damaligen Bewohnern des Ortes auch Schutz vor Bombenangriffen und 1997 wurde dieses Schwesternwohnheim geschlossen und seitdem das Gebäude sich selbst überlassen. Und im Jahr 2023 traten wir auf die Bildfläche und dachten, wir müssten hier mal einen Overnighter starten. Doch dieser ging nach hinten los. Also müssen wir doch nochmal hoch. Und dann den anderen. Sonst müssen wir hier die Treppe runter. Ja, hier ist Endstation. Jetzt befinden wir uns
definitiv im ersten Gebäudetrakt. Und jetzt geht's raus. Was war das? Scheiße, habt ihr das gehört, Leute? Das war hier im Gebäude. Ich will nur eins, hier raus. Hey Leute, man hat hier ein bisschen mehr Licht. Meine GoPro ging gerade aus. Taschenlampe, zweimal. Schatz ist Taschenlampe. Fuck Leute, ich weiß nicht, ob das auf dem Video drauf war. Die GoPro ging wieder aus. Ihr habt es gerade selber gesehen, meine Taschenlampe. Ach. Die ging schon wieder aus. Scheiße. Wir stehen hier gerade mitten im Dunkeln. Vor dem Grabstein, ist aber komisch, ne? Leute, das ist wirklich creepy. Jetzt ging zweimal die GoPro aus, zweimal die Taschenlampen aus. Ich bin mal gespannt, was da Sache ist. Hier, ich habe einen Finger nicht auf der Taschenlampe. Hier auf dem Auslöser. Bei mir jetzt auch. Das ist richtig krank. Also. Jetzt geht die schon wieder nicht. Aufgezeichnet wurde. So, Freunde, jetzt der gefühlte 10. Versuch. Ich weiß nicht, wie lange meine Taschenlampe hält. Sie hält wieder gar nicht. Ich versuche jetzt mal mit Rotlicht. Das ist die einzige funktionierende Taschenlampe hier noch. So, Leute, vielleicht seht ihr mich jetzt. Alter, das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Bei uns Vollmond. Alle Taschenlampen spinnen, die GoPro spinnt. Gerade sagt die GoPro, ich hätte keine Speicherkarte drin, obwohl ich eine drin habe. Das ist doch krass. Und der war auch 18. Was ist das hier für eine creepy Scheiße, Mann? So, hier habe ich noch ein Grab gefunden. Überall diese komischen Tiere. Schauen, ob man noch lesen kann. Hier liegt eine Sina 43. Was möchtest du uns sagen, der Nummer 43? Da steht schon mal nichts mehr drauf. Demnächst, okay. Da hat auch, so wie es aussieht, nie etwas drauf gestanden. Aber das ist wirklich komisch, nichts auf einen Grabstein zu schreiben. Aber das ist auch, wie ihr seht, Leute, wieder ein größeres Grab. Ja, hier liegt mal wieder der Grabstein. Mitten auf dem Grab. Naja. Kann auch sein, dass der hier runtergekracht ist. Dass der hier mal drauf gestanden hat. Aber dann wird er eher andersrum liegen. Das ist gruselig. Fenster offen. Offen? Ja. Hier. Da. Alter, was war das denn? Ich weiß es nicht. Alter, das hört sich an wie so ein Kindergeschrei. Was ist hier? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das hört man auf der Kamera, Leute. Was war das? Mitten im Wald auf einmal wie so ein Kindergeschrei. Es kam irgendwo von da hinten. Ich habe Angst. Shit. Ich hab
Ich bin jetzt erschrocken. Ist das deins? Ich würde sagen, wir schauen uns mal um, Leute. Das ist meins. Versuchen rauszufinden, was das für ein Geräusch war. Lieber nicht. Wie lieber nicht? Stell dir vor, das ist ein Tier. Ja. Dann wissen wir wenigstens. Schon wieder. Ich habe aber ich hab Schritte gehört. Schon wieder, was hast du? Komische Geräusch. Ja. Kommt die ganze Zeit. So ein Rrrr. Das? Ja. Hört sich an wie ein Specht. Aber jetzt um die Uhrzeit? Naja. Okay, von da oben. Gerade Schritte wahrgenommen, Leute. So, ich hoffe, die kleinen Einblicke haben euch gefallen. Ja, falls ihr Lust habt und an den Tagen könnt, das Treffen findet statt am Rewe in Bad Ems. Das wäre die Römerstraße. Da werden wir uns treffen. Dann gemeinsam zur Location fahren. Und sollte das Wetter so schlecht sein, dass es wirklich nur am Regnen ist und es gar nicht geht vom Wetter her, dann werden die 48 Stunden in dem alten Schwesternwohnheim stattfinden und nicht auf dem Friedhof. Ja, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Und wie gesagt, Mindestalter 18 Jahre. Einsendeschluss ist der 1.10. Und ja, ich freue mich auf eure Bewerbung. Ich habe mega Bock auf das Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin gespannt auf eure Bewerbungen. Und bis dahin, passt auf euch auf. Liebt euer Abenteuer und wir sehen uns beim nächsten Lost Place Abenteuer wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.